Uninteressant. Shit. Was ist denn da los? Ey. Du Knecht, was bockst du nicht, hä? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ach ja, so, wieder mal ist es Zeit, ein paar Dungeons zu betrachten. Schließlich ist das somit der Kern des ganzen Spiels. Oh, da ist sogar wirklich einer draufgegangen. Was ist denn los, hä? Mann. Sehr gut, weil das Ganze ja noch nicht chaotisch genug war. Oha. Junge, was ist da, hä? Alles einstecken. Ein zerrissener Getreidesack. Nur die alchemistischen Zutaten will ich. Alles andere interessiert mich nicht. Oh nein, was habe ich jetzt aufgesammelt? Die brauchen wir auch nicht. Ah ja. Okay. Genau, den Weg mit den Ratten bin ich lang gelaufen. Ist das schon wieder der Ausgang? Nee. Oha, der hält mehr aus. Junge! Was ist denn mit dem Spiel los? Was willst du machen, hä? Ah, und nichts Nützliches dabei. Das Problem ist bei Oblivion, egal wie gewieft man ist, egal wie schlau man ist mit allem, am Ende... Boah, die Brücke ist einfach eingestürzt. Okay, krass. Ja, egal wie schlau man mit allem umgeht, am Ende... Es ist so, man findet nur bessere Gegenstände, wenn man eine höhere Stufe gestiegen ist. Ziemlich ärgerlich. Ziemlich beschissen für Leute wie uns, die Gothic gewählt sind. Nee, ich will die Schlösser selber knacken. So. Gut. Was ist das für eine Kreatur da hinten? Ach so, irgendein Ork wahrscheinlich. Ich wärme mich gerade erst auf. Stürzt euch in mein Schwert. Was geht denn da drin ab? Solange ihr noch die Möglichkeit habt. Welches Schwert? Oh, ein... Was ist los? Werdet ihr müde? Junge. Du hast gut reden, ey. Noch so ein Hochelf. Warum trägst du eine Rüstung? Das vermindert deine Magiefähigkeit. Tut es wirklich übrigens.
Ey, das Gameplay wäre so geil, wenn die das Leveling richtig hingekriegt hätten. Aber nee, die mussten es unbedingt so machen. Das geht mir so auf den Sack. Die mussten dieses dumme Spiel unbedingt so machen, dass jeder Neuling, dass der Spieler nie in eine unangenehme Lage kommt. Nie zu schwach ist. Und nie zu stark. So, es muss immer genauso sein, dass man nie einen Moment erreicht, wo etwas zu schwierig ist. Oder zu anstrengend oder sonst was. Es ist so nervig, echt. Es hätte so ein gutes Spiel sein können. Das Gameplay fühlt sich so gut an, aber nee, man musste natürlich ein scheiß Leveling-System mit einbauen. Naja. Morrowind ist besser in der Hinsicht. Auch in anderer Hinsicht, aber egal. Nein, nee, es ist nicht, weil ich irgendein Hipster sein möchte und sagen, oh. Alle finden Skyrim geil, deshalb muss ich Morrowind geil finden. Nein, Morrowind ist einfach geiler für mich. Aber Oblivion könnte auch richtig geil sein, wenn die diese dumme Leveling-Scheiße nicht verbockt hätten. Aber sie mussten es unbedingt verbocken. Ist das hier der... das ist die Belohnung für alles. Trank der Stärke. Leider nicht wie in Gothic. Blöder Schädel. All dieses Zeug hier. Mann. So viel verschwendetes Potenzial, nur um den kleinsten gemeinsamen Nenner zufriedenzustellen. Wertlos, absolut wertlos. Es gibt keine Ausrede dafür, es gibt keine Entschuldigung dafür. Der Anfang von Oblivion ist so geil. Aber die denken sich wahrscheinlich, ja, solange der Anfang gut gestaltet ist, ist alles andere nicht so wichtig. Nee. Der Rest muss auch passen. Aber gut, dass jemand den Anfang hingekriegt hat. Tja. Das ist eine Sache, die Enderal besser macht. Man kann tatsächlich sehr starken Loot finden, wenn man geschickt genug ist. Noch mehr Eileiden. Ruinen finden. Ich liebe die Dinger. Machen einfach am meisten Spaß. Was? Ist der einfach krepiert? Krass. Ja, so hätten wir jetzt die Rüstung eigentlich am Start. Eigentlich. Ihr seid so schwer belastet. Ja, ich weiß. Wir sind ja auch Magier und kein Krieger. Werfen den ganzen Kram wieder weg. Und dann können wir ihn irgendwann aufheben, wenn wir uns nochmal dran erinnern. Ist natürlich die Sache. Tatsache. Vielleicht ist es doch nicht die Magiergildenhöhle, die ich denke. Okay. Egal. Lesestunden gibt's hier nicht. Sage ich gleich. Also nicht mal böse gemeint. Das ist einfach. Darum geht's auch nicht in dem Spiel. Oh. Ja. Wo zum Teufel habe ich den Valerstein her? Ich kann mich gar nicht erinnern, das Ding aufgemacht zu haben und ihn aufgesammelt zu haben. Das sind eigentlich unsere Hauptfähigkeiten. Okay. Schütze, leichte Rüstung, Beschwörung. Okay, sehr gut. Dann weiß ich Bescheid für später. Und man hat nur 8 Slots, überlegt mal. Eigentlich, wenn man dieses Spiel richtig spielen wollen würde, dann müsste man sich eine Liste machen mit allen Fähigkeiten, die es gibt.
Und dann immer schön abzählen. Dieses Ding bedeutet, dass dein Objekt nicht existiert. Das nervt richtig, dass man das die ganze Zeit machen muss, aber es ist die beste Art, um es zu dosieren. Um seinen Fortschritt zu dosieren. Darum geht's nämlich hier häufig. Hey du Arsch, was machst du einfach die Tür zu? Geister. Ach, kalte Berührung, den Zauber muss ich unbedingt kaufen, sobald wir mit irgendeinem Magier in Verbindung kommen. Na, wir werden wohl bald mal in die Stadt gehen müssen. Oh, noch mehr Objekte, die fehlen. Schade, schade. Tja, Bethesda, was ist denn da schiefgelaufen? Okay. Und was haben wir hier? Ah. Und damit ist der Dungeon erledigt. Der Dungeon. Oh, trübes Wetter. In echt ist es gerade ziemlich schön. Was? Hallo? Zum Glück gibt es den Rattenkurier. Ich wüsste nicht, wie wir sonst alles gelangen. Zauber. Dann lass mal sehen. Edgar Vautrin, ihr wollt keine Top-Qualität, ihr wollt es billig und ich habe es billig. Okay, aber nicht zu billig, hoffe ich. Kommen wir zum Geschäft. Eigentlich sehr gut. Ja. Oh nein. Schockberührung, ja. Sowas kann ich echt gebrauchen. Licht können wir auch gebrauchen. Und dann brauchen wir noch was für Veränderung, genau. Veränderung ist immer gut. Ach, das wäre so nützlich, diese Fähigkeit. Mystik müssen wir auch trainieren, unbedingt. Ja. Gib her. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Jo, auch ich auch. Dann verscherbeln wir mal all den Mist, den wir jetzt noch haben. Ich habe alles, was ein angehender Alchemist so braucht. Viel mehr als Thorunir je hätte, trotz seiner abscheulichen Geschäftsmoral. Okay. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Einen davon. Ich habe dir was anzubieten. Euch, besser gesagt. Das klingt... Können wir ein bisschen besser... Okay. Ein Eck. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Na, dann bin ich ja richtig froh. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Ja. Beehrt uns bald wieder. Seht euch vor. Oh, das mystische Warenhaus. Willkommen im mystischen Warenhaus. Kalindil hat alles, was ihr begehrt, und alles unter einem Dach. Sucht euch etwas aus und kauft es. So einfach ist das.
Falls man jemals eine Mod für Risen machen wollen würde, müsste man viele Sprachdateien aus Oblivion klauen. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Oha. Oha. Die kaufen wir alle. Aber ich kann sie mir nicht leisten. Kann ich mir die Hälfte davon leisten? Auch nicht. Kann ich mir mindestens 6 davon leisten? Ja! Kommt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mal sehen, was ist so der wertvollste Gegenstand, den ich habe. Okay. Ja! Leute, so habt ihr ein Problem damit, wenn ich ein bisschen... So viele davon. Ich weiß. Seht euch vor. Du bist in Rindirs Stäben und ich bin Rindir. Ich verkaufe Zauberstäbe. Stellt euch vor. Junge, die Originalfassung ist: I am Rindir and I sell stuffs. Imagine that. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Aber ist okay, klar. Die haben ja auch wahrscheinlich auch nicht die besten Anweisungen gekriegt, sowieso. Nichts. Ah, warum eigentlich nicht? Und noch ein zufriedener Kunde. Klar. Why not? Lebt wo? Ja, Leute, also, jetzt fangen die ganzen Wahnsinnssachen an. Und beim nächsten Mal zeige ich euch meine Methoden, aber ich werde jetzt erstmal verschwinden und einen Haufen Geld machen in diesem Spiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Hier steht nichts Neues.